Die Aktienmärkte haben sich heute etwas erholt und vielleicht geht diese Erholung, geht diese Beruhigung in den nächsten Tagen weiter. Aber ich glaube, dass wir heute gleichwohl eine Art Lehman-Moment erlebt haben. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Was meine ich damit? Schauen wir uns vielleicht diese Geschichte mal an, die ich eben meine, nämlich das, was die Fed heute verkündet hat, sogenannte Commercial Paper Funding Facilities aufzulegen. Commercial Papers sind, wenn man so will, Schatzwechsel, sind Geldmarktvehikel, über die faktisch dann der gesamte Kreditmarkt versorgt wird, ist also, wenn man so will, die Herzpumpe des amerikanischen Kapitalismus, denn von dort aus werden die, nämlich von dem Geldmarkt, an dem diese Commercial Papers gehandelt werden, werden praktisch dann die Kreditmärkte bespeist, wird damit die gesamte Wirtschaft bespeist. Und jetzt ist das Problem, wenn man so will, dass natürlich viele schon gedacht haben, oh, das amerikanische Finanzsystem, der amerikanische Geldmarkt hat ein Problem. Das konnte man ja durchaus vielleicht annehmen, vermuten. Aber durch diese Aktion der Fed ist jetzt gewissermaßen der offizielle Stempel drauf. Ja, Houston, we have a problem. Und die Fed hat damit faktisch eingestanden, dass das US-Finanzsystem per se ein systemisches Risiko hat, indem es nämlich heute gesagt hat, the commercial paper market has been under considerable strain in recent days, war also unter erheblichem Druck, unter erheblichem Stress in den letzten Tagen. Das ist schon mal eine ziemlich heftige Aussage und nicht zufällig wurde nach der Lehman-Pleite im Jahr 2008 eben eine solche Commercial Paper Funding Facility aufgelegt. Das heißt, wir haben hier möglicherweise Player am Markt, im Geldmarkt, die bereits umgekippt sind oder kurz vor dem Umkippen sind, was das systemische Risiko einmal mehr vielleicht noch klarer macht. Und wie gesagt, der Geldmarkt ist ein extrem großer Markt in den USA. Und wenn da Probleme sind, dann haben wir richtige Probleme. Dann haben sich Mnuchin und Seth Donald hingestellt und gesagt, ja Leute, wir machen Helicopter-Geld. Die haben so einen leicht deutschen Akzent immer, vor allem der Trump, wenn er spricht. Und dann hat er gesagt, ja, wir werden in den nächsten zwei Wochen wahrscheinlich jedem Amerikaner 1000 Dollar schicken. Auch das ist jetzt nicht gerade, sagen wir mal, ein Beweis der Stärke einer freien Marktwirtschaft, wenn es nötig ist, aus der Druckerpresse faktisch die Leute mit Geld zu besorgen. Und dazu will man Firmen ausbailen, man ist in Gesprächen mit Boeing, also man will jene Firmen retten, die vorher auf Kosten der Steuerzahler sich haben bereichern können durch Trumps Steuerreform, die diese Bereicherung vor allem dadurch gemacht haben, dass sie weniger Steuern zahlen, eigene Aktien zurückkaufen. Und nun sollen also diese Unternehmen, die vorher sich selbst bereichert haben, durch Steuergelder zurückgezahlt werden. Naja, man könnte sagen, die Amerikaner kriegen es ja über das Helikoptergeld wieder zurück. Eine Art intaktes Schneeballsystem, linke Tasche, rechte Tasche. Und bisher muss man sagen, dass all das nicht so wahnsinnig viel gebracht hat. Diese Panikzinssenkung der Fed hat nicht viel gebracht, hat die Märkte nicht beruhigt. Ist es jetzt dieser Schritt in die Geldmärkte, der vielleicht die Beruhigung bringt? Wir werden sehen. Schauen wir uns mal an, hier der VIX, höchster Stand, der jemals verzeichnet wurde, höher als in der Finanzkrise. Schauen wir uns mal die 52-Wochen-Hochs von amerikanischen Aktien an. Welche sind das? Dann haben wir eine Citrix, eine Clorox, Campbell Soup. Sie kennen die Dosen, Suppen, General Mills, Versorger, Kroger, große amerikanische Supermarktkette, Regeneron, Pharma-Wert, möglicherweise jemand, der auch im Bereich Impfstoffe eine Rolle spielen kann und. Man ist in den USA ein bisschen sauer, dass man diese deutsche Firma, die den Amerikanern vor Monaten schon Impfstoffe angeboten hat, hat man gesagt, nee, danke, lass mal bleiben. Die Unzufriedenheit mit der Trump-Administration, und das hat mit Trump-Bashing jetzt nichts zu tun, ist nicht gerade kleiner geworden. Heidi Klum etwa, die krank ist und gesagt hat, ich würde mich gerne testen lassen, aber es gibt praktisch keine Tests. Man hat 4.000, 5.000 Tests bisher durchgeführt. Die Amerikaner sind da ganz, ganz hinten, was das betrifft. Wir haben in Deutschland dagegen sehr gute deutsche Labore. Wir haben da doch deutlich mehr an den Start bringen können. Schauen wir uns mal an, was diese Commercial Papers hier veranstaltet haben. Hier sehen wir, dass die Spreads, also die Renditeaufschläge in letzter Zeit deutlich gestiegen sind. Der Markt war frozen. Über diesen Markt funktioniert eben sozusagen Unternehmensfinanzierung. Und Mnuchin selber hat, auch das ist irgendwie sprechend, gesagt, ja, wir sind absolut davon überzeugt, dass es wichtig ist, die Märkte offen zu lassen. Damit meinte auch die Wall Street, aber auch andere Märkte, denn die Amerikaner
müssen jederzeit an ihr Geld herankommen, aber wir könnten, wenn es unbedingt sein muss, vielleicht daran denken, die Handelszeiten mal ein bisschen zu verkürzen. Auch das nicht gerade ein Signal, finde ich, das zu einem Hurra verleitet. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen was verloren an den Aktienmärkten, trotz der heute erfolgten Erholung. Und wir sehen, dass wir bis jetzt ungefähr so auf den Tiefs gewesen sind von Dezember 2018. Mein Gott, wie war die Welt damals, Dezember 2018, wie ist sie heute? Ich meine, dass in 2018, Ende 2018 irgendwie da noch die Welt im Bewusstsein etwas weniger apokalyptisch war als derzeit. Jedenfalls sehen wir das oft, zum Beispiel in der Finanzkrise wurden 12,5 Jahre von Kursanstiegen ausradiert, Oktober 74 10,8 Jahre und so weiter und so fort. Also das, was wir erlebt haben, ist jetzt noch gar nicht so viel, da ist noch viel Luft. Ich hatte es heute im Videoausblick gesagt. Zumal, wenn sich die Dinge auch konjunkturell verschlechtern und inzwischen sind die Analysehäuser komplett umgeschwungen. Schauen wir mal das an, was erwartet wird für das zweite Quartal in den USA. JP Morgan sagt minus 3% für die Amerikaner, für die amerikanische Wirtschaft. Wells Fargo minus 3,3, Goldman Sachs minus 5, Market sagt minus 5,4. Anderson Forecast minus 6,5, Lombard minus 8 und Pantheon Macroeconomics sogar minus 10%. Hatte uns nicht Donald mal 4 oder 5 versprochen? Ja, aber die Fed war schuld, sonst wäre das natürlich erreicht worden, gar keine Frage. Aber es ist natürlich auch in Europa so, dass die Dinge hier nicht mehr so hübsch ausschauen werden. Goldman Sachs sagt Deutschland jetzt minus 1,9 von vor dem Virus 0,9, andere Länder wie Italien minus 3,4 von vor dem Virus plus 0,2%. Also man sieht, dass die Dinge da sich relativ schnell negativ verändern. Was wir sehen, ist insgesamt jetzt Dollarstärke, offenkundig auch ein Krisenzeichen, Dollar-Funding-Problems. Das heißt, die nicht aus dem Dollarraum stammenden Banken haben offenkundig Probleme, an den Dollar zu kommen. Die Fed hat einen Fehler gemacht mal wieder, man hat diese Swap-Linien nur an die befreundeten großen Notenbanken gegeben, aber nicht an zum Beispiel an die chinesische Notenbank oder andere Notenbanken. Das heißt, die sind am Quietschen, die befreundeten wie die EZB, die Schweizer Nationalbank, Bank of England, die haben vielleicht weniger Probleme, die anderen aber schon. Deswegen geht der Libor massiv nach oben. Und das ist ein Zeichen wiederum für Counterpart Risk, wie die Amerikaner oder auch die Angelsachsen sagen. Das heißt, ich weiß nicht genau, wie liquide, wie bonitär ist mein Gegenüber aufgestellt, mit dem ich gerade Geschäfte mache, dann lasse ich es vielleicht besser und versuche mich da nicht zu infizieren gewisserweise. Der Fed-Put jedenfalls ist tot, das haben wir gesehen, auch wenn heute eine Stabilisierung erfolgt. Er lebte von 1984 bis zum 15. März 2020, er ist also eigentlich im besten Alter verstorben, aber er ist tot. Das ist wahrscheinlich die Quintessenz, die man hier sagen kann, dass dieses Mantra, die Notenbanken sind allmächtig, sie kontrollieren alles, das ist weg und das ist die Gefahr. Es ist sozusagen das Sicherheitsnetz nicht mehr da, es ist der Glaube da, dass es einen Gott gibt, denn man hat gesehen, dass der Gott nicht mehr wirkmächtig ist oder seine Macht im Mindesten begrenzt ist und das ist immer der Beginn des Atheismus. Also, meine Damen und Herren, das ist die Situation. Ich glaube, wir haben heute eine Art Lehman-Moment erlebt. Es wird ein nicht wirklich gutes Omen sein on the long run für die Aktienmärkte, auch wenn wir in den nächsten Tagen steigen können, gar keine Frage. Oder auch nicht, keine Ahnung. Jedenfalls sehen wir jetzt systemische Risiken, die sozusagen heute an die Oberfläche gekommen sind, jetzt offiziell sind. Das ist sozusagen ein Puzzleteil, das gestern noch nicht wirklich da gewesen ist. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.